Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Game Dev Tycoon. Wir haben im letzten Part irgendwas gemacht. Bestimmt. Wenn ich nur wüsste, was das war. Das wäre super. Lass uns mal in die Ja, natürlich. Klar. Und die Akte Xbox. Übrigens ein Rollenspiel, ne? Nur mal so. Weil jemand sagte, du musst unbedingt Rollenspiele machen. Mach ich doch. Was redest du? So, wir haben auch ein F&E-Labor. Das kostet uns eine Menge Geld. Deswegen sollten wir vielleicht auch nicht zu lange rumalbern. Aber ich würde, ne? Ich würde ja sagen. Cloud-Spielstände müssen schon sein. Und du kannst nochmal ganz schnell in eine Forschung gehen und sagen. Bruder, ohne Mod-Support ist alles Schmutz, ne? Die wollen die alte Spielengine haben, die Vologen 1. Ja, das ist ein Atari. NES-Dinger, ne? Ich würde sagen, nimmt mal. Nimmt mal, Freunde. Damit werden wir vermutlich nicht mehr allzu viel anfangen. Okay, es kostet uns alles sehr, sehr, sehr viel Geld. Wir verlieren eine Million im Monat. Also wir haben 19 Monate Zeit, jetzt hier zu maken. Und vorher, mal gucken, wie viele neue Sachen wären das denn? Ey, das ist doch sehr überschaubar. Okay, wir machen keine neue Engine. Wir machen stattdessen ein neues Spiel. Ein nagelneues Videospiel. Und die machen, ne? Möglichkeiten des Internets, das machen die in aller Ruhe. Den können wir vielleicht als nächstes schon ein MMO bringen. Wirtschaft, Schmiertschaft. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich ganz extrem. Mittel für alle. Genre. Der Resident Evil Volo war ja ein Actionspiel, da können wir jetzt in Ruhe eine Simulation machen. Simulation auf der M-Box und PlayStation 3 sehe ich 13,4%, aber die sind jetzt alle so um den Dreh. Deswegen, das machen wir auf dem PC. Ist auch schön günstig und ja, dann machen wir mal den Geld-Tycoon, ne? Den Geld-Tycoon, weil es geht um Geld verdienen, Leute. Ne? Wie ihr das in dem Spiel macht, das bleibt euch überlassen. Das ist komplett. Das ist so Open World, machst dir kein Bild, ne? Kannst über Gangster, über dies, über das, ne? Was immer du willst. Keine Grenzen gesetzt. So, Game, guck mal, ich krieg trotzdem nicht alles ins Spieltutorials, krieg ich nicht rein. Krieg ich nicht rein. Ob ich will oder nicht, ne? So eine lineare Erzählung reicht mir da. Sind da die richtigen Leute an den richtigen Sachen zu Werke? Ne? Ich habe jetzt die Überspackos mit 900. Da sollte ich vielleicht drauf achten. Gut, wir haben natürlich mehr Design-Heinis, ne? Aber das ist ja, ich wollte gerade sagen, ist ja bei der Simulation ganz gut, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Komm, ich booste mal rein. Ja. Ah, mal was anderes. Es gibt auf jeden Fall mehr von künstlicher Intelligenz. Das wird uns ein bisschen Hype geben, weil das ist richtig. So macht man das. So, da, ja, bleibt ungefähr so, wie es ist. Beim letzten Mal haben wir die Josephine daran gelassen, ne? Das war eventuell nicht das Beste. Ja, Ronny, der kann doch nichts. Ich weiß nicht. Kann Benjamin Hall das nicht machen, das Level-Design? Eigentlich? Der wäre doch auch eigentlich ganz geil, ne? Dialogbaum brauchen wir nicht. Das andere ist alles tippitoppi. Klarer Trend zu Actionspiele. Stark. Kleinen Messestand nehmen wir mit. Du boostest auch mal vernünftig rein. 20! Ich habe eine. Ey Leute, ich hab eine 20 gesehen. Ich hab's gesehen. Ich schwör's euch. So, wir haben momentan das Problem beim Sound. Wir müssen da so voll reingehen, ansonsten haben wir direkt ein Problem. Ja, kann ich eigentlich nichts anderes machen, ne? Aber Benjamin ist an der Stelle dann überfordert. Wollo macht Spielweltdesign, das ist ja auch unnötig, ne? Das kann Diego machen. Sagen wir, Drew kann das machen. Was ist denn los? Und Wollo macht das. Setzt sich mal eine Grafik vernünftig, ne? Das ist eine gute Idee. Ich denke, das wird gut. Ziel erreicht, du hast jetzt über 100.000 Fans mit einer so großen Fangemeinde, solltest du wirklich dein Spiel in mittlerer Größe selbst veröffentlichen. Das ist natürlich ziemlich gut, denn das bedeutet, wir kriegen zumindest keinen Abzug mehr davon.
Weil angeblich gibt es darüber einen Abzug. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht. Aber der dürfte ja nicht groß sein. Aber zumindest jetzt haben wir... Sollte ich auch nicht langsam mal große Spiele machen können? Ich habe doch 6 Leute. Wer hat nicht angebracht? Und Geld ist ja auch irgendwo da. Wobei das dann wirklich... 100 Bucks. Da hat doch gerade jemand irgendwie 20 Bucks reingeballert, oder? Kann das sein? So, wir haben Top-Werte. Ne? Das ist mal sicher. Die Werte sind tippitoppi. Das Verhältnis passt nicht ganz. Aber wie gesagt, das ist ja... Kann ich momentan nicht ändern. Ich könnte natürlich Ronny rausschmeißen und noch einen Techniker einstellen. Um das so ein bisschen auszugleichen. Ne? Das wäre vielleicht eine Option. So können wir Ronny auch loswerden. Aber auf der anderen Seite denke ich, vielleicht brauchen wir noch mehr ausgeglichene Leute am Ende des Tages, ne? Aber ein Bug. Steckst du manchmal nicht drin, ne? Steckst du manchmal nicht drin. So, Forschungspunkte sehen IO aus, sag ich mal. Können wir noch ein bisschen was in die... Ja, oder Training, ne? Aber Training... Ach komm. Komm, das ist eine 1A-Simulation. Die haben es verstanden. Ja, das wird so eine 7, ne? Ja. 7, aber... Damit sollte man durchkommen bei unserem Hype. Ja. Ihr seht eventuell, ne? Es wird nicht leichter, ne? Es wird nicht leichter. Man fragt sich halt auch so ein bisschen, warum? Warum ist es so, wie es ist? 3D-Grafik V5, 150 Forschungspunkte. Alter, hab ich halt nicht, ne? Hab ich nicht. 80 Forschungspunkte, grundlegende Physik. 80. Das ist halt alles fucking viel. Weiß ich nicht, Leute. Eine grundlegende Physik können wir nochmal eben mitnehmen. Die anderen machen Auftragsarbeiten wieder. Das ist halt, lohnt sich halt nicht, ne? Aber ich muss halt irgendwie zusehen, dass wir an Kleinigkeiten kommen. Das an nicht mal, jetzt noch nicht mal die 500.000 geschafft. Oh Gott. Und es ist doch alles so teuer im Moment. Wir können uns das doch alles gar nicht leisten. Wir können uns das halt wirklich alles nicht leisten. Ein Publisher-Vertrag. Jetzt, geil, jetzt mache ich noch einen Publisher-Vertrag. Das wäre bestimmt voll die gute Idee. Ich bin unzufrieden, ihr merkt's, ne? Man merkt es. Der dicke Mann ist nicht zufrieden mit der Situation. Und ich merke gerade noch was. Was ist das denn? Was ist denn hier los? Okay, vielleicht... Nee, alles gut. Geld-Tycoon, 500.000 erzielt. Ja. Irgendwie in Ordnung, ne? Irgendwie aber auch nicht. Ich hab halt... Leute, ich bin ehrlich zu euch, ich hab damit gerechnet, dass es nett ist. Hab ich jetzt komplett... alles andere? Es ist verstörend. Es ist fucking verstört. Wir können eine Engine erstellen und darüber Forschungspunkte generieren. Das wäre natürlich eine Option, ne? Aber wir sind natürlich filus und gehen eher auf eine Fortsetzung. Jahr 20. Anfang. Ne, hier ist Ende. Ja, komm, was soll's. Was soll es denn? Das ist unsere Hitserie, mit der müssen wir arbeiten. Akte X. Jetzt erst recht. So, ist für Rollenspiel. Rollenspiel. Auch für Erwachsene bringen, ne? Machen wir für Erwachsene. Ich denke, die M-Box 360 ist für Erwachsene nicht schlecht. Bleiben in der Vologen 5. So, Leute, eure kompletten Ideen, die ihr über die Monate, über die Jahre gesammelt habt, ne? Wo ihr euch dachtet, boah, wenn wir das nächste Akte X-Spiel bringen, dann machen wir das da rein und boah, und weißt ja selber, ne? Ja, das müssen wir wieder mit leben, dass es ein bisschen schlechter ist.
So, die Leute bleiben, wie sie sind, denke ich. Ne? Das können wir alles so lassen. Das ist ja... Das hat sich ja mittlerweile eingebürgert, dass das funktioniert. So, wir hoffen natürlich, dass der Boost hier auch wieder richtig zündet. Und endlich mal was geht. So, künstliche Intelligenz ist so gut wie... Gibt's nicht. Wie gesagt, bleibt wie es ist, ne? Das ist, wir sind halt an so einem Punkt im Spiel, wo es so ein bisschen... Wo es sich auch ein bisschen verselbstständigt hat, ne? Das ist jetzt... Das läuft alles soweit. Wir haben auch gleich die Möglichkeiten des Internets. Ja, wird kein Patch geben, sag ich dir, wie es ist. Schaffen wir ja jetzt nicht. Wann soll ich das machen? So, neue Forschung, Codename Grid, MMO. Oh, shit. Okay, Leute, wir können jetzt ein MMO bringen. Also, das nächste Spiel wird ein MMO. Punkt. Ah, und ich glaube, jetzt, wo die nichts erforschen, bringen die uns Forschungspunkte. Ich glaube, das ist jetzt so. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? Wieso ist das schon wieder Mystery-Rollenspiel-Abenteuer? Ich habe Abenteuer nicht eingegeben. Safe nicht. Safe habe ich das nicht getan. Das wissen wir. So, Drew ist überfordert mit der Situation. Deswegen nimmt Diego dem mal ein bisschen was ab. Aber Wollo macht die Grafik. So, Spielwertdesign kann dann auch alles rein. Ja, die Grafik kriegt der Mann halt nicht komplett fertig, ne? Selbst bei voller Auslastung, aber dann ist es halt so, ne? Dann ist das halt so. Dann gibt es halt hier an der einen Stelle, da ist man mal nicht ganz so polished. Müssen die Leute durch. Die wollen ja auch schnell ihr Spiel. Ja, das ist halt... Eine willst, das andere musste. So, Design, irre. Fast schon irre. Technologie, sehr überschaubar. Aber ist okay, ist okay. Also ich... Kriegen wir gerade über das F&E-Labor? Muss. Ich kann mal rüber gucken. Ich glaube, die produzieren jetzt blaue Bobbles. Produziert ihr? Ich sehe euch nicht produzieren. Ja. Okay. Sie tun es. Zwar nicht so krank viel, aber ist in Ordnung. So. Was denkt ihr, Leute? Ich denke, das wird halt wieder ist Schmutz, ne? Ich denke, wir können hier ganz klar sagen, das wird Schmutz. Ich habe ich habe ein fürchterliches Gefühl bei Akte X jetzt erst recht. Ein fürchterliches Gefühl. Ja. Ja. Da geht unsere Hitserie, ich will nicht sagen dahin, aber das gibt dir einen Schlag, ne? Das gibt dir einen Schlag. Das ist halt so. Ich meine, das wird sich phänomenal verkaufen. Das ist eine Fortsetzung, M-Box. Naja, phänomenal ist was anderes, ne? Scheiße, Mann, ihr seht's, Leute. Es geht bergab. Straight up bergab. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da rauskommen soll gerade. Ich weiß es nicht. Unsere Leute werden nicht besser. Unsere Leute werden gefühlt nicht besser. Es ist... Naja, eigentlich nur mit einer neuen Engine, ne? Und was heißt... Ja, Engine, ne? Also 3D-Grafik V5 sehe ich nicht. Multiplattform sollten wir auf jeden Fall machen. Fürs Geld am Ende des Tages. Ja, komm, das machen wir. Ne, das bringt uns jetzt wenig in Sachen... neue Sachen im Spiel. Ist mir schon klar. Aber es ist halt einfach auch notwendig, ne? Ihr seht ja die Verkaufszahlen. Wenn wir jetzt Multiplattform hätten, hätten wir wahrscheinlich fast das Doppelte verkauft jetzt schon. Trotz der schlechten Wertung. Damit kannst du halt so ein bisschen mogeln. Dann brauchen wir auf einmal gar nicht mehr so gute Verkaufszahlen. Also so gute Wertung. Verkaufszahlen brauchen wir natürlich trotzdem. Okay, dann würde ich auch sagen, komm, dann machen wir noch eins. Drei Plattformen. Drei Stück sogar. Memo, Alter. Wo geht die an? Ja, was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wärst du mal wieder mit einem schönen Casual-Spiel? Haben wir halt auch schon lange nicht mehr gemacht und ist halt... Oh, die Hentai School könnte mal ein Reboot vertragen, ne? Wollen die Hentai School rebooten? Das könnte man machen.
Was könnte man denn als Casual bringen? Kochen. Ja, komm. Cooking Volo wird neu gemacht. Das ist eine Verzweiflungsaktion. Ja, würde ich auch sagen. So, M-Box kriegt das Ding. Der GS kriegt das Ding. Kaufe ich. Ja, keine Frage. Und Casual auf Anu, das sehe ich halt auch, ne? Das sehe ich richtig passieren. Cooking Colo. Ja, Cooking Colo. Cooking Volo. Einfach straight up nochmal. Nochmal. Weil. Reboot. Wird einfach nochmal neu gebracht. Passt schon. Da haben wir aber gleich richtig Probleme mit dem. Ja, mit den Minusen hier, ne? Da muss ich ja alles rausnehmen. Ist das dann wirklich so? Ist das wirklich so gefordert? So eine Lineare, ne, wobei ein bisschen was kannst du drin lassen, ne? Aber. Na gut. Das ist so, ne? Wenn es so ist, dann lassen wir das mal so laufen. Ich ahne Fürchterliches, ne? Aber natürlich mit dem Multiplattform im Background könnte das trotzdem funktionieren. So, es scheint auch. Also, ich weiß nicht, die Werte sehen scheiße aus, oder? Ich bin mir unsicher. Aber die knechten da auch richtig lange dran gefühlt. Länger als sonst. Loge runter. Intelligenz runter. Warte mal. Ah, nee, wir hatten gerade Akt X gemacht. Ja, okay. Dann passt das. Level-Design bleibt alles drin. Dialogbaum kommt raus. Knechtschaft könnte so weitermachen. Oh ja, und jetzt kommt ein Simulationstrend, ne? Das ist klar. Immer schön gegen mich arbeiten. Immer gegen mich. Ist in Ordnung. Das ist doch scheiße. Oder nicht? Ich bin mir unsicher. Wird ähnlich wie Akt X, ne? Und warum ist hier teilweise... Was ist denn das? Die Bobbles sind zu laut, kann das sein? What the fuck? Es gab ein Windows-Update, ne? Manchmal ist dann alles RIP. So, das scheint mir gerade so. Es wird alles RIP, ja. Sorry, falls es wirklich so ist. So, Volo kann die Grafik hier nicht mehr machen. Josephine, das musst du jetzt übernehmen. Das hilft alle nichts. So, Soundtrack gibt's nicht. Gibt nur Stereo-Sound. Selbst das Stereo-Sound. Achso, es ist am Ende das Gleiche. Oder was? Eine detaillierte Hintergrundgeschichte gibt's nicht. Tag- und Nachtzyklus gibt's nicht. Und ein bisschen Sound muss ich ja drin lassen. So, passt schon. Ja, jetzt auch nicht auf Monosound gehen. Das. Oder Grundtöne. Das wird nicht funktionieren. Ja, geh mir weg mit der. Das wird nichts, die Konsole. Sorry. Da werde ich mich auch nicht drauf einlassen. Sollte ich vielleicht auch mal das Budget. Wisst ihr was? Das ist alles zu teuer. So, Erwartungen. Da bin ich lieber bescheiden diesmal. Ja. So, ich würde hier gerne das Budget einmal anpassen. Ich meine, ist ja schön, dass wir das hier machen können, aber ich. Das ist teuer. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld und wir haben keine Hoffnung in Cooking Volo. Das ist das Problem. Außer die Multiplattform regelt, ne? Auf dem DS, auf der Wii, auf der Xbox 360 muss doch eigentlich schon wieder. Warte, was? Ein Vologen 5? Alt? Ist das nicht unsere aktuelle? Das finde ich wild, ne? Ich bin natürlich trotzdem die beste Firma der Welt und verschenkt das, aber. Das ist teuer. Alter, guckt euch das an. 7,6. Leute, ich pleite. Das ist 7,6 Millionen auf dem Konto, aber trotzdem Panik in den Augen, dass du pleite gehst, ne? Mann, jetzt mach doch nicht immer noch im letzten Moment so einen Bug rein, wenn ich. Ich release jetzt. Das ist nicht euer verfickter. Naja. Keine Rekorde, kein Nichts. Oh Gott. Oh Gott. Ich will es gar nicht sehen. Oh mein Gott. Fuck off. Huh. Spannend. Spannend, 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 spannend. 4,75.
Warte mal, ich mal eine Sache kurz wissen. 4,75, was habe ich das Ding... 4,1 Millionen habe ich das Ding gekostet. So, und wir sehen, ne, trotz der schlechten Wertung, über Multiplattform wird es ganz gut verkauft. Also, was heißt ganz gut, ne? Ist halt im Rahmen. Ohne die Multiplattform wird das jetzt richtig reinscheißen. Dann wäre das der richtig, richtig krasse Abfuck. Tja, das hilft ja alle nichts, ne? Full Motion Video brauchen wir. Nee, du. Wir blamieren uns jetzt nicht auf der G3 mit dem Spiel. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Und Fähigkeitsbäume. Heutzutage kannst du kein Spiel mehr ohne Fähigkeitsbaum rausbringen. Das geht auch nicht. Kein Wunder, dass das nicht läuft. Ne? Das ist einfach kein Wunder. Freunde, im nächsten Part geht's weiter. Und dann sehen wir, ob wir den Laden hier noch retten können. Ne? Es ist halt wirklich... Es ist was...